So, hallo meine Freunde, ich heiße euch wieder recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Underground 2. Ja, im letzten Part haben wir ja eben gesagt, wir fahren jetzt hier ein bisschen noch Rennen in Cole Harbor West und East. Danach machen wir die Underground Racing League Rennen und danach gucken wir mal, was da noch so auf uns wartet. Wir könnten mal wieder dann auf T gucken nach dem Rennen, wie weit mit der Statistik so alles gegangen ist. Wie weit wir da schon gekommen sind. Ja, du fettes Kind, ey. Mann. Das sind wir noch gerade erst gefahren, diese Scheißstrecke. Die uns jetzt verarschen. Wenn man mich so abdrängt, dann hat man echt, wird man eigentlich zusammengehauen. Ja, das ist ja exakt die gleiche Strecke als wir davor. Nee, das ist nicht ganz. Aber schwul ist die Strecke. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Okay. Ich hätte mal wieder eine Galileo-Geschichte für euch. Wäre gekühlt, meine ich. Und da ging es um die neuesten Achterbahnen. Also ich persönlich bin ja kein Achterbahn-Freak. Im Gegensatz zu meiner Ollen, zu meiner Freundin. Die liebt die Achterbahn, da war man. Letztes Jahr im August habe ich mein neues Auto bekommen. Boah. Und dann sind wir gleich am ersten Tag nach Freiburg ist er, genau, nach Freiburg gefahren. In den Europapark. Mein Bruder noch. Und so. Und dann sind wir da halt auch wegen rumgeschimmelt, war saugeil. Und wir sind davor, wir sind für ein Wochenende runtergefahren. Wir waren dann da, haben uns ein Hotel gemietet. Also wir haben uns ein Hotelzimmer gemietet, besser gesagt. Das ist Hotel, dafür haben wir das Geld dann doch nicht. Also haben wir uns ein Hotelzimmer halt gemietet, dann sind wir, das haben wir gemacht. Erster Tag war, glaube ich, im Europapark gleich. Und danach waren wir noch in so diversen anderen Sachen. Zum Beispiel war da das größte Rutschenparadies. Ja, hallo. Größte Rutschenparadies Deutschlands oder sowas ist da in der Nähe gewesen. Also wenn ihr da mal runterfahrt, auf jeden Fall. Also Europapark, ganz klar, saugeil. Da war bei uns das Wetter, das war so pisswarm. Also, Leute, ich sag's euch, das war richtig abartig. Da hast du geschwitzt, schon allein vom Nichts machen. Aber da war's halt das Geile, dann bist du halt die Wasserrutsche gefahren, warst ein bisschen nass. Das hat dich nicht weiter gestört, da es eh gleich wieder getrocknet ist, so warm wie es damals da war. Ja, das hat eine Wasserrutsche gefahren, meine Freundin hier. Mein Bruder sonst früher, auch immer. Ach, die waren so geil und da wird sich sein Schwanz entzogen. Naja. Auf jeden Fall war der mal Freundin halt immer fahren und da habe ich gesagt, ja komm, ich fahre mit dir. Aber was das Problem mit meinem Bruder halt nicht alleine laufen und da müssen wir da nicht wirklich viel fahren. Aber trotzdem war es schön da. So, ich kann es euch jedem nur empfehlen. So auch so vom Essen her und alles ist klasse. Also Essen ist ja immer ganz, ganz wichtig. Für mich dem alten Fresssack. Naja. Es gibt, und dann genau, das ist so cool. Entschuldigung, Leute. Oh Gott im Himmel. Ja genau, ich habe die noch gar nicht berührt, du Mistkind. Vergiss es, ihr fahrt es nicht mehr angekommen. Das war so geil, dass wir mal ein Hotel gefahren und wir hatten mein Handy dabei, mein Party Sensation mit Navi. Da erstmal runterfahren. Ich habe
bin halt irgendwann mal gefahren und habe ich schönste Route eingegeben aus Scheiß. Und dann haben wir gedacht, ja gut, fahren wir nach Freiburg, bla bla bla. Haben wir mal Handy genommen, angeschaltet, Freiburg eintippt. Adresse vom Hotel. Nee, genau, wir hatten ja erstmal gar kein Hotel. Also, mal jetzt, also eingeben und dann Scheiße. Sind mal runtergefahren, Autobahn. Scheiße. Was willst du von uns? Sind wir einfach 70 Kilometer waren es, glaube ich. Sind wir Landstraße gefahren, obwohl wir auch hätten Autobahn fahren können. Ah gut, da haben wir uns dann erstmal schon richtig in den Arsch gebissen. Aber okay, sowas müssen wir auch mal machen. Und dann sind wir in die City gegangen. Freiburg. Und wie halt nach so einer langen Autofahrt, der schaust halt irgendwo aus. Ich bin halt ganzer Gammler gewesen wieder, wie immer. Jogginghose unterhämmert und dann bin ich halt so durch die Stadt marschiert. Wir haben natürlich direkt verfolgt, oh Gott, das ist ein 5-Sterne-Hotel oder so. Haben uns direkt davor einfach hingestellt. Da haben uns die Leute erstmal angeschaut, wo da ausgestiegen sind. Erstmal natürlich barfuß im Hochsommer. Bin ich halt auch barfuß ins Auto gefahren. Alles, ey, oh Gott, ich sag's euch, wie die uns angeschaut haben. Nur geile Aktion gewesen. Naja. Aber wir sind ja in Freiburg auch extrem viel. Ist ja Uni und so, Studentenstadt. Oh Kacke, wo schaltet man jetzt hier? Immer zu früh, nicht gut. Na toll. Gleich mal neu starten. Oh Gott, wenn Drag kann ich wieder nicht erzählen. Na, auf 8000 ungefähr. Okay, ich wage es zu bezweifeln, dass wir hier noch was reißen. Jo, gleich wieder neu starten. Kacke, ich komme nicht dran. Bullshit. Nicht cool. Na, sieht schon besser aus. Oder auch nicht. Ja! Super! Scheiß auf die Rufpunkte, Mann. Hauptsache gewonnen ist die Hauptsache, Mann. Es ist Drake. Aber wir wollten auf Tee gucken. Ich bin ja immer noch bei der Füßengeschichte eigentlich. Super Street is down. Ey, schon wieder. Sucht nach Siegern. Sieh zu, dass du die karierte Flagge als erster siehst. Wo war ich bei Füßen stehen geblieben? Genau auf dem Weg dahin, bla, war ich fertig. Wir haben das Hotel gesucht und das Navi am Handy, das hat immer so GPS-Probleme damit gekriegt. Wir haben halt dann, nachdem wir das Hotel gebucht haben, es war halt schön billig. War 3-Bettzimmer und so weiter. Fernseh, Frühstück drum und dran, also halt alles, was man halt für so ein Wochenende braucht. Und dann sind wir, also wo wir dann da hingefahren sind, waren halt schön auf der Suche und dann hat das Navi uns irgendwo so nach rechts rein angezeigt, auf dem Berg hoch. Und die Strecke war, ich sage, ich müsste jetzt lügen, aber es waren vielleicht, ja, gute, wie breit waren denn die Strecke, jetzt haben wir mal 3 Meter. Und dann sind wir da halt hochgefahren und so. Und weil so Schotter und ich, ja wie ich bin, halt einfach voll aufgeschürt. Reifen und durchdrehen gewesen und so. Was war denn Panik richtig ohne Ende? Es ging halt daneben.
sausteil runter. Und da ist sie eben so anders. Beim Auto, da fahre ich manchmal, da fahre ich manchmal Sachen zusammen, das ist halt ein Saug raus. Voll riskant und alles. Weil da weiß ich, ich habe das unter Kontrolle. Also ich kann das beeinflussen, ich habe das unter Kontrolle, wie gesagt. Und bei Achterbahn, da wirst du in dein Ding reingeschnürt. Und dann, ja, oh fuck. Und dann ab dafür. Und das behagt mir einfach nicht so wirklich. Ja, und dann eben, wie gesagt, zweiter Tag waren wir in dem Rutschenparadies. Ich erzähl so einfach wegen davon, wenn es euch nicht interessiert, dann schaltet halt den Ton aus. Oder so. Das erzähl ich euch jetzt halt ganz gerne mal. Zweiter Tag war so Rutschenparadies. War halt auch kommen mit Sauna und es war teuer. Boah, das war richtig krass. Aber okay. Wir haben da gesagt, wir gönnen uns einmal was. Und so weiter, aber dass es doch so teuer wurde. Ich kann die Preise jetzt nicht sagen. Ach kacke, jetzt hätte ich mal hier die Abkürzung fahren können. Das weiß ich nämlich mittlerweile, wo sie ist. In diesem Sinne nochmal danke. Zunes 1. Sorry, wenn ich den Namen falsch ausspreche. Du hast mir sehr schön gezeigt. Und das Rutschenparadies war schon ganz cool, also Rutschen, da kannst du halt wirklich den ganzen Tag rutschen. Rutschen. Wir waren dann halt auch in Sauna und so. Ist natürlich auch immer sehr geil, also ich bin eh voll der Sauna-Fanatiker. Bei uns in der Nähe gibt es auch ein größeres Hallenbad. Das ist ein Witzel. Und da ist auch, gibt's auch Saunas. 60 Grad bis 100 Grad oder sowas. Da gehe ich halt auch gern rein, also ich finde es immer geil. Ich bin da eh so jemand, der schwitzt da wie Sau. Also das ist Hammer. Wenn ich da meine Freundin anschaue, die juckt das halt nicht. Die chillt da ihren Zopf. Aber okay. Ich gehe doch hier gar nicht an, wie meine Freundin in der Sauna ausschaut. Oh, jetzt haben wir erstmal die erste Runde geschafft. Das wird nochmal ganz schön. Ja, das schaffen wir leider nicht mehr das nächste Race noch. Oder vielleicht doch. Mal schauen. Mal gucken. Ich will euch hier nicht spoilern, das ist genauso wie bei Gameplays. Weil das hasse ich ja bei Commentaries, wenn da dort steht Gameplay auf was weiß ich, Herrschaft auf Dome mit Endscore von was weiß ich, 50 zu 3 oder sowas. Da habe ich doch schon gar keinen Bock mehr, das zu gucken. Also bei meinen, da schreibe ich das, wenn dann so klein in die Beschreibung rein, wenn überhaupt. Aber meistens spiele ich es ja eher live, tue ich ja live kommentieren und dann ist das ja nicht so der Bringer. So, jetzt schauen wir mal, ob wir da die Abkürzung finden. Ganz im linken müsste es drin sein. Jo, hier. Sehr geile Abkürzung, passt. Gefällt mir. Daumen hoch dafür. Ich habe ja eigentlich angefangen mit dem Europapark, in dem ich das bei Galileo gesehen habe. Ich bin, glaube ich, wieder mal leicht vom Thema abgekommen. Aber okay. Kann ja auch mal passieren. Da waren auch drei Achterbahnen, die höchste Wasserrutsche. Wasserachterbahn, Wasserrutschenachterbahn, keine Ahnung, wie man da genau dazu sagt. Leco Mio Arsch. Das hat auch krass ausgeschaut, das war... Das ist halt ganz normal so losgeschippert, jeder von euch kennt wahrscheinlich, also jeder von euch war schon mal in irgendeinem Park. Gehe ich jetzt mal schwer davon aus, so macht man ja in seiner Kindheit.
Und dann fährst halt so los und bla und hier und da, da geht man mal eine Runde. Ja, sorry Leute. Funktioniert. Und dann, ja, fährst halt weiter und plötzlich kommst du zu so einem riesigen Turm, 60 Meter hoch. Und dann wirst du da eingehängt und dann wirst du da hochgezogen samt deinem Boot. Und dann, ah, dann geht's los. Ich sag's euch. Boah. Ich wollte jetzt mal die Höchstgeschwindigkeit ausprobieren. Bei 340 waren wir immerhin schon. Das ist recht nice. Und wurde es halt hoch und dann ging es los, ey. Boah, das müsst ihr mal anschauen. pro7.de/Galileo. Das ist, glaube ich. Und da gibt es ja die ganzen Folgen normalerweise nochmal zum Anschauen. Und da ist es auch, das hat schon richtig heftig ausgeschaut. Und dann war da noch so eine hängende Achterbahn. Also sowas würde ich sowieso noch weniger fahren, wenn da kein Boden unter die Füße hast. Da war ich glaube ich nur Speine. Ich liebe Adrenalin. Oh. Scheiße. Fuck, jetzt ist der auch noch vor mir, der Behinderte. Kacke, kacke, kacke. Jetzt müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Schnell darum. No. Fuck, doch die Wand an. Der darf nicht vor zu ziehen, das ist nicht erlaubt. Nachdem wir jetzt so lange vorne waren, jetzt muss der da anschüren und ich die Abkürzung verpassen. Kacke. Genau, weg da. Boah. Jetzt bin ich schon wieder ganz warm geworden. Ich kann jetzt euch die Achterbahn auch nicht mehr genau beschreiben. Also auf jeden Fall war es noch so hängende und eine Holzachterbahn, glaube ich. Jeder hat ja schon mal so extrem wahrscheinlich so Achterbahn gebaut bei Rollercoaster Tycoon 2, war es glaube ich. Nein, jetzt kacke, was fahre ich denn jetzt zusammen? Bin ich denn bekloppt eigentlich? Okay, aber trotzdem, das sollte unser Sieg sein. Vorausgesetzt, ich fahre jetzt hier nirgends mehr rein. Ja, okay, der ist noch, doch noch ganz schön weit weg. Aber der Lichter sieht cool aus. Ja. Ja, passt. War jetzt nur wieder ein längeres Rennen. Machen wir wieder eine längere Folge auch. Und in diesem Sinne wünsche ich euch nun einen schönen Tag. Macht's gut, auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Flashy. Ciao und tschüss.